Es geht an die Schmerzgrenze. Alter, stopp, stopp. Unser Reporter Jakob Weiß wagt sich unter die Wrestler. Dieser Sport hat nur was mit Liebe und Respekt zu tun. Das ist wie mit einer wunderhübschen Frau, stell dir so vor. Du bist meinetwegen mit Megan Fox oder so zusammen. Ja gut. Du kannst nur mit Respekt und Liebe entgegenkommen und genauso ist es bei diesem Sport. Bis zu 30 der meist muskelbepackten Athleten trainieren zweimal in der Woche in Berlin-Neukölln. Immer mit ganz viel Liebe, versteht sich. Amerikanischer Wissenschaftler, das war eine Geschichte, hat herausgefunden, dass jedes Mal, wenn ein Catcher fällt, das wie ein Autounfall ab 20 km/h aufwärts. So, und jetzt musst du überlegen, wie viele Autounfälle du am Abend hast. Um die spektakulären Stürze einigermaßen unbeschadet zu überstehen, ist eine Menge Körperbeherrschung und knochenhartes Training erforderlich. Die ersten paar Male, wo du Training mitmachst, hast du noch sehr viel Schmerzen. Und mit der Zeit musst du natürlich an deinem Körper arbeiten. Deswegen sind die meisten halt eben auch immer sehr muskulös. Es ist halt eben auch wie ein Panzer, ne? Unser Reporter hat es leider verpasst, sich diesen Muskelpanzer zuzulegen. Ein Crashkurs im Fallen soll jetzt gröbste Schmerzen verhindern. Ich blockiere ihn mit meinem rechten Bein hier, dass er damit nicht mich stören kann. Und dann, was ich jetzt tue, ist halt eben, ich überdehne seinen Brustkorb. Jetzt nehme ich hier meinen Knöchel. Fuck! Stopp, Alter! Und das leider mit mäßigem Erfolg, denn Profi-Wrestler Tarkan zeigt keine Gnade. Wrestling, das geht an die Schmerzgrenze.